So Leute, es geht weiter mit dem Baum hier, mit dem vierten Schlüssel. Oh. Ja. Die sollten wir auf jeden Fall vorher töten. Denn die könnten sehr, sehr nervig sein. Ja, wir brauchen hier Pfeil und Bogen. Und dadurch, dass hier so schöne Dings ist, wird das nochmal extra schwierig. Feuer. Und wir haben es doch geschafft. Okay. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen Leben gebrauchen. Aber gut, erstmal gehen wir hier hin. Na, mal runter zu meinen Lieblingsgegnern und dann wieder hoch und dann noch mal hoch. Ja, dann wäre da hier die letzte Truhe mit dem Schlüssel. Da haben wir vier Schlüssel. Dann können wir jetzt endlich den Master-Schlüssel holen. Und das Spiel neigt sich dann dem Ende zu, da der letzte Boss kommt. Und zwar Fatih. Okay, kleine Aufladestation. Das werde ich mal eben nutzen. Ja, komm. Eins machen wir noch. Gut. Ja, gehen wir mal zurück gleich. Dumm. Hier war das. Ja. Okay. Nee, ja doch. Genau. Und jetzt, das ist ein bisschen lustig auch, wenn da alle weggehen. Ja, so. Machen wir jetzt mal uns darauf, diese Truhe zu kidnappen. Boah, Megastein wegschieben. Und großen Schlüssel erhalten, auch eine große Schlüssel. So. Ich mache das mal etwas, dass es schneller geht. Beam mich hier hin. So, jetzt würden wir hier vor der großen, bösen, großen Tür stehen und sie öffnen können. Aber das werde ich nicht machen, da ich erstmal meinen Status aufbessern möchte. Flaschen sammeln, Herzteile sammeln, alles Mögliche machen. Ja, deswegen paar Aufbesserungen. Zum Beispiel wäre eine Aufbesserung hier diese grüne Leiste. Die würde sich schneller vollladen. Ist auch wichtig im letzten Kampf. Deswegen gehen wir hier erstmal raus. Und die nördliche Ebene. Ich würde sagen, ich Stefan. würde sagen, ich mache hier erstmal kurz einen Schnitt und mache meinen Status aufbessern. Bis dann, Leute. Tschüssi.